mehreren Stunden weg. Also das beweist noch gar nicht. Du sagst, es beweist ein gutes Wort. Danke für das Stichwort. Barneys Aktenkoffer. Er hat ihn heute vergessen. Na schön, und was hast du damit vor? Lilly, wir, also du und ich, suchen darin nach Beweisen. Ted hat bestimmt irgendwo einen Vorschlagkammer rumliegen. Halt, halt, nein, Moment mal. Augenkontakt. Hör mir zu. Robin Schabatzky ist sehr vielseitig, okay? Freundin, Vertraute, gelegentlich aus deinen verwirrten Träumen, die bestätigen, dass die Sexualität eine Frau variabel ist. Aber sie ist auf keinen Fall ein irres, eifersüchtiges Stalker-Stück. Also lass uns. Hey, ich habe mir im Keller den ganzen Kram angesehen, den Lilly und ich hier gelassen haben, als wir umgezogen sind. Tut mir echt leid, Robin. Wir hätten ihn früher leerräumen sollen. Es gibt einen Kellerabteil. Oh, du bist nicht sauer? Gut. Was zum Teufel ist das? Marshall hat das Wasser seit dem College und er hat es jahrelang als Nachtisch benutzt. Bis sich eines Tages herausgestellt hat, dass Lilly an einer Fassallergie leidet. Fassallergie? Erstaunlich, oder? Kannst du mir helfen, es wegzuwerfen? Nein, wie kommst du? Ich werde sie doch nicht einfach so wegwerfen, okay? Mabel gehört zur Familie. Also gut, was hast du mit Mabel vor? Ich reiche sie weiter an einen üblichen neuen Besitzer. Kennst du jemanden? Ja, lass mich nachdenken. Kenn ich überhaupt einen Rodeo-Clown? Verrückt, ich kenne wirklich einen, aber der würde nicht mal Lenny reinkriechen. Ach, weißt du, diese Gelegenheit wird er gar nicht erst bekommen, denn ich verbrachte die gute alte Mabel ins Bermuda-Dreieck. Das Bermuda-Dreieck war der Name, den wir Jahre zuvor dem Bürgersteig vor unserem Haus gegeben hatten. Immer wenn wir etwas weggeben wollten, schritten wir es einfach dorthin. Es war unheimlich. Das ist total aufregend. Jetzt gerade ist da draußen jemand, der null Ahnung hat, dass wir mit dem besten Pass aller Zeiten den Abend verbringt. Dann wollen wir mal hoffen, dass er nicht so eine fiese Passallergie hat wie Lilly. Verdammt, Baby, werf locker. Bis später, Liebling, mach's gut. Bis später. Können wir jetzt bitte verschwinden? Ja, ich hole noch schnell meinen Mantel. Ups. Ein College-Hack? Oh mein Gott, er betrug mich wahrscheinlich mit einem Mädchen vom College. Ich wusste, es gibt eine Schlampe, aber ich hatte gehofft, dass sie dumm ist. Geburtstag, 23. Juli. Lieblingsteam Vancouver Canucks, Alter 29, aber sagt den Leuten, dass sie 26 ist. Oh mein Gott, das sind ja Notizen über mich. Oder eine 29 Jahre alte Version von mir. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Ich will die Freunde im Gesicht des neuen Besitzers sehen. Sie ist immer noch da. Okay, Mabel, du bekommst dein neues Zuhause. Da kommt auch schon ein Typ. Er kommt näher und läuft vorbei. Der geht vermutlich bloß nach Hause, um einen Handkarren zu holen oder sowas. Ja, mach lieber schnell, Kumpel! Wieso habt ihr beiden Barneys geheimes Robin-Notizbuch? Oder besser gefragt, kann es sein, dass ihr zwei etwas abgenommen habt? Was weißt du darüber, Marshall? Wieso besitzt Barney ein Notizheft mit Informationen über mich? Weißt du, die Wahrheit war, dass Barney einen Abendkurs belegt hatte, und zwar bei mir. Willkommen zum Robin-Grundkurs. So einen Kurs über mich abzuhalten. Es hat angefangen vor ein paar Wochen. Traurig neben Robins Eyeliner in ihrer Tasche rumkullern. Stinson, Ende! Stinson wieder auf Empfang. Also, rein hypothetisch gesagt, ich wollte mich tatsächlich verändern, damit ich für Robin ein besserer Freund wäre, was ich allerdings nicht wirklich will. Von welcher Art von Veränderungen reden wir da überhaupt? Weißt du, es gibt da echt eine ganze Menge, was du über sie wissen musst. Okay, um mal anzufangen, es ist total wichtig, dass du niemals vor ihr weinst. Okay. Und was auch immer geschieht, sieh zu, dass du auf gar keinen Fall viermal vor ihr weinst. Na los, was ist das Thema? Fantasy-Football. Ihnen wurde klar, das Thema kann man nicht in der Bar besprechen. Und da du mit Ted zusammen wohnst, haben sie einen sicheren Raum gesucht. Also, Ted's Hörsaal. Wie geht eine Beziehung mit Robin Schabatzky? Lektion Nummer 1. Gut, obwohl Robin nach außen hin immer der Schreiber